Anscheinend nicht, ne? Ah, das ist ärgerlich. Das heißt, wir müssen an die Oberfläche fahren. 8 Minuten haben wir noch. Das hätte ich ja mal vorher wissen müssen. Das sind so kleine Kniffe, die muss man erstmal rausfinden. So, dann können wir das jetzt gleich herstellen. Das heißt, die Sachen sind hier quasi deaktiviert unter Tage. Wir müssen, aber warum müssen wir dann über Tage fahren? Funktioniert das dann mit der Dings nicht? Boah, ich würde das alles umbauen dann auch. Hui, hui, alter Schwede. So, jetzt läuft das alles auch wieder. Und jetzt geht das bestimmt auch, ne? Ja. Und eine Leiter brauchen wir. Kupferleiter. Leiter mit Bodenplatte, mit Durchlass in der Mitte gesetzt. Ja, bauen wir. Weil brauchen wir ja sowieso. Alter, jetzt hier schön um die Kurve gehen. Lul. Deswegen kann man da wahrscheinlich nichts bauen. So, jetzt mal gucken. Also, braune Bodenplatte. Mit Loch. Kupferbodenplatte. Ach, wir haben den Frachtraum noch, ne? Warte mal. Also, wie groß kann das werden, frage ich mich. Nein. Ich frage mich, wie groß das hier werden kann. Weil wenn das schon so riesig ist. Da, mit Loch. Und dann brauchen wir jetzt die Leiter. Na heiß. Geil. Juhu. Ich komme. So, wir bräuchten mal Licht hier, ne? Weil hier ist Licht. Da drüben haben wir kein Licht, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt würde ich tatsächlich die ganzen Technologien hier, beziehungsweise ich würde einen Pistolenturm nach drüben bauen. Genau. So, ich hoffe, die Energie reicht aus. Hoffe ich mal. Genau, weil ich würde hier alles zum Steuern hier lassen, lalalala. Aber ich würde tatsächlich ein paar Kisten hier abbauen, das nach drüben packen. Genau wie die ganzen Werkbänke und so. So, warte. Ich pack das alles nach hier, glaube ich, wieder, ne? So, zack. Zack. Wir müssen ja sowieso irgendwann... Ist nicht dasselbe? Nee, ne? Oder? So, da haben wir wieder alles. Da steht jetzt alles hier, das ist sehr schön. Und dann würde ich jetzt den ganzen Lagerkrempel auch nach drüben verfrachten. Ich hoffe, das geht alles. Achso, Inventar ist nicht leer. Ja, Entschuldigung. Dann können wir theoretischerweise vielleicht hier auch schon mal ein paar Schränke bauen. Da zwei hin. Hier zwei hin. Dann kann man vielleicht hier schon mal ein bisschen was einlagern. Vielleicht so Kohle hier rein. Und vielleicht die ganzen Erze hier rein. Würde ich jetzt erstmal so vorab machen. Damit man weiß, was hier so drin ist. So, hier packe ich mal die ganze Technologie rein. Ne? Und den ganzen Kram. Dann machen wir hier quasi Technologie. Ja, hier sowas. Dann weiß ich, was das ist. Und hier... Das können wir eigentlich mal im Frachtraum packen, ne? Die Munition. So, 1000 wieder. Nice. Schrotflintenmuni brauchen wir. So, dann lass mal gucken. Wir brauchen wieder oben die Dings abbauen hier. So. Ich baue um. Ich baue um. Geht das? Warte mal, nee, ich mach das anders. Es gibt ja andere Schränke, ne? Auch so über. Können wir hier nicht an der Wand die Schränke machen? Oder geht das? Ah, das geht nur, wenn einer unten steht, ne? Oder wie war das? Hä, wieso geht das hier nicht? Ich habe doch da hinten auch Schränke an der Wand geklebt. Hier geht das doch. Warum geht das da nicht? Frage ich mich.
Warum muss da irgendwas Spezielles... Ach, da geht das. Okay. Dahinter einfach ein Schrank. Ja, supi. Ja gut, wenn nicht, lasse ich das erstmal so. Das sind ja auch schon etliche Schränke, die wir jetzt hier haben. Und jetzt habe ich hier einen grünen hingemacht. Warte mal. Kenne erstmal wieder einen roten. Hier so ein. Genau. So, dann gucken wir mal. Wir packen jetzt hier erstmal ein bisschen Schrott rein. Den ganzen Krempel hier aus den Barren. Ach, da sind ja unsere Reparaturkits. Jetzt haben wir sie gefunden. So, dann machen wir hier hier sowas. Was ist das denn hier? Kessel. Ach du Heiliger. Da kommt ja noch einiges auf uns zu, ne? So, die Kohle und so. Ich würde tatsächlich so eine Kiste vorne machen, nur mit Kohle. Damit wir das vorne an dem Dings auch haben. An so einem Frachtraum, beziehungsweise wir können ja hier auch in den Frachtraum reinpacken. Ist ja völliger Bullshit. Oder völliger Blödsinn. So, hier packe ich mal die Sachen rein. Wir brauchen ein bisschen Lebensenergie. So. Gut. Was haben wir noch? Haben wir sonst noch was? Ah ja, hier. Den. Wow. Gut, dann ist hier oben nämlich leer. Dann können wir nämlich da nochmal vielleicht fürs Schiff irgendwas Technologiemäßiges bauen. Und dann würde ich das hier hinpacken. Dann passt das. So, dann können wir eigentlich Modulsteuerung. Richte dein eigenes Modul-Layout ein, das aktiviert wird, wenn der Hebel Load betätigt wird. Öffne die Sicherung und betätige den Hebel Save. Mit einem Layout nur den gewünschten Modul geöffnet werden, lege ein eigenes Symbol fest, damit du ein Layout besser erkennen kannst. Der Gegenstand bietet mehr Platzieroptionen, einschließlich der Festmontage mit dem Mausrad. Kannst du die gewünschte Version wählen? So, wir müssen unter Tage. Krass, das klang jetzt echt sehr spannend. Oh, wie groß das schon ist, ne? Holy shit, Alter. Uff. Ja, das, Alter. Wie cool das ist. Ey, ich komme hier nicht rauf. Ey. Boah, wie cool. Feiere ich ein bisschen, muss ich sagen. So, was wollte ich gesagt haben? Genau, das haben wir hier. Lalala, das würde ich einmal tauschen. So ein bisschen sortieren. Wir können jetzt ein bisschen sortieren. Wir sind unter Tage, ne? Vielleicht sollten wir doch ein Kohleregal machen. Oder beziehungsweise... Wir packen das mal woanders hin. Alles nehmen. Und machen hier quasi nur Kohle. Kann ich alles nehmen? Ja, nicht ganz. Weil wir brauchen ja... Wir brauchen ja hier quasi immer für den Frachtraum Kohle. Deswegen würde ich hier vielleicht dann die anderen Erze und so erstmal reinpacken. Und hier nochmal ein bisschen Kohle. Oh, 137 nur noch. Okay, wir müssen ein bisschen nachlegen gleich. Können wir eigentlich schon mal ein bisschen machen. Weil es wird ja anscheinend doch hier benötigt. So. Und natürlich die Munition da rein. Das heißt, wir haben Technologie. Die können wir... Wo packen wir die denn hin? Hier ist noch leer. Da packen wir den ganzen Technologiekram erstmal da rein. Die Modulsteuerung, die klingt interessant. Wie funktioniert die denn? Ist das hier die Modulsteuerung? Ne, da hinten. Was ist das denn hier? Auch eine Modulsteuerung. Auch eine. Hä? Okay. Mal austesten, was das ist. Ich meine, wir haben ja jetzt hier Platz, ne? Alter, ohne Ende Platz hier. Wahrscheinlich kann man irgendwann auch eine Luke bauen, die, ich schätze mal, wahrscheinlich da hinten ist oder so. Kann ich das drehen? Wie drehe ich das denn? Mit Q? Nee. Hä? Das ist ein bisschen blöd gemacht. Weil Q quasi immer der Arm ist.
Okay, ich platziere es mal. Guck mal, was das kann. So, was kann das? Vollständig was? Gepackt? Load save. Oh, Load. Was macht das denn? Ich lasse es mal. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Lichtchen. Stimmt, wir haben auch eine Taschenlampe. Ich vergesse das immer. Und hier oben haben wir schön Platz. Das ist super. Das gefällt mir. Hier haben wir die Kohlekraftwerke. Da können wir natürlich noch einen bauen. Wenn ich nochmal weiß, wie das war. Weil er sagte ja, je mehr Technologie wir haben, desto mehr Kohlekraftwerke brauchen wir. Kupferplatten brauchen wir. Kupferplatten, die haben. Haben wir die nicht sogar schon? Hier sind noch zwei leere Schränke. Kupferplatten müssen wir bauen. Schauen wir mal eben. So, warte mal. Strukturen? Nee, Komponenten. Was kann ich denn da bauen? Achso, ein Kupferhebel. So, wir brauchen Produktionsmodul Stufe 1. Aber haben wir doch, oder? Produktionsmodul Stufe 1. Das ist das hier. Ach, wir müssen wieder über Tage, ne? Oh, das darf ich nie vergessen. Das ist ganz wichtig. Oh, holy, ich vergesse das immer. Das ist irgendwie alles merkwürdig, dass man da so... Ja, ihr wisst, was ich meine. Das muss man im Kopf behalten. Hui, wie cool das aussieht, Alter. Lol. Yeah. Uhu, feier ich ein bisschen. Mega. So, jetzt geht's da oben. Sieht irgendwie aus wie so ein, wie in so einem Gelenkbus, ne? So von der Stadt. Hemm. So, jetzt müsste es auch gehen. Genau. Stelle ich das mal her. Dann nehme ich das aus dem Frachtraum, weil es ja da, glaube ich, drin ist. Genau. Hier ist übrigens noch Technologie, die ich glaube noch hier hin packe, ne? Nehmen wir mal. Hier müssen wir noch markieren. Dass wir wissen, was das ist. Ja, Munition und so. Dann wissen wir, was da drin ist, beziehungsweise Lebensenergie. Gibt es denn Lebensenergie nicht als Bild? Doch, hier. So. Was wollte ich jetzt? Nein? Hier ist die Technologie. Einmal markieren, dass wir wissen, was es ist. Sonst kommen wir gleich durcheinander. So, ich wollte das Kraftwerk bauen. Vielleicht baue ich da drüben noch ein Kraftwerk, damit wir ein bisschen mehr Energie haben. Wenn das... Geht das überhaupt? Ach nee, das geht hier gar nicht. Probier mal. Okay, an den Wänden können wir nicht... Da können wir noch was bauen. Noch ein Kraftwerk. Das heißt, wir haben jetzt... Haben wir denn jetzt mehr Energie dann? Nee. Mehr Energie haben wir nicht, aber... Aber war nicht die Rede von, dass Kraftwerke quasi helfen? Warte mal. Wo war denn das mit dem? War das hier unten? Kohlemine? Nee. Oh Gott, da Kraftwerk. Bevor du weitere Fortschritte machen kannst, musst du genug Kohle sammeln, um dein Drillschiff-System anzutreiben. Kraftwerke nutzen Kohle zur Erzeugung von Energie, die für die gesamte Produktion, Veredelung und Forschung benötigt wird. Ach, die nutzen Kohle. Aber okay, die geben dann aber auch Energie. Aber wird das irgendwie wieder... Wann wird das denn wieder aufgefüllt, die Energie, durch irgendwas? Weil die sinkt... Ah, okay, die steigt jetzt wieder. Kernkapazität... Rumpf, okay, alles klar. Wir sollten auf jeden Fall jede Menge Kohle. So, was macht das denn hier jetzt? Load. Was? Load? Was ist denn jetzt passiert? Ach, der hat jetzt alles eingefahren. Ach so, lol. Jetzt fährt alles wieder aus, oder? Nee, hä? Wie kann ich ihn wieder alles aktivieren?
Muss ich jetzt alles einzeln aktivieren oder was? Oh nein. Okay, ich sollte das Ding vielleicht erstmal herausfinden, wie das funktioniert. Das ist natürlich echt blöd. Weil ich nicht genau weiß, was es macht. Naja, egal. Okay. So, pass auf. Dann bauen wir das nochmal ab. Besser ist es. Gut, vielleicht eine Kiste hier lassen. Vorsichtshalber. Falls wir irgendwas da mal was brauchen. So, dann würde ich vielleicht Kohle holen gehen. Oh, wir haben noch... Alter, wir haben das ganze Inventar noch voll. Wir könnten hinten theoretischerweise auch mal eine Tür bauen, ne? Was haben wir denn alles noch im Inventar? Uff. Das kann da rein. Das. Wieso haben wir das alles im Inventar? Die Technologie, hatten wir die nicht... Ah, hier haben wir immer noch Technologie. Ja. Wo packe ich die Sachen denn hin? Die kommen da rein. Ah, hier sind ja noch, ne? Dann packe ich hier mal so hier den Schrank rein und mache hier mal, damit ich weiß, was es ist. Strukturen. Gibt es hier so ein Schrankbild? Ja, Schrank. So. Und hier mache ich dann... ja, hier die Dinger. So, dann weiß ich, was das ist. Okay. Gut. Hier würde ich vielleicht das nehmen. Dann weiß ich, dass hier andere Sachen drin sind. Und wir brauchen Kohle. Okay, 12. Ist schon viel. Ich würde einmal auf Kohlejagd gehen jetzt. Um so ein bisschen... Wir haben so ein klein wenig, wie soll ich sagen, damit wir so ein bisschen in Sicherheit sind, was Kohle angeht. Denn wir brauchen ja... Alter, wie cool das aussieht. Das haben wir uns ja noch gar nicht aus der Nähe angeguckt. Gut, wir sind natürlich hier auf der anderen Seite, natürlich nur hier geschützt. Uff. Gut, wir haben ja da jetzt noch eine Waffe, ne? Aber wir könnten hier natürlich auch noch ausbauen. Da oben ist das Kohlekraftwerk, man sieht's. Und hier sind die ganzen Module. So sieht das also aus. Und die kann man auch einfahren, die Sachen. Alles klar. Gut zu wissen. Gut zu wissen. La 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 la. So, wir haben eine Viertelstunde Zeit. Das heißt, ich würde... Ach, hier, guck mal. Hier wird's rausgenommen quasi immer, die Kohle und so. Das heißt, ich würde das Schiff jetzt einmal wegfahren lassen. Damit das, 100 Tage, genau. Damit wir quasi in Sicherheit sind damit. Und wir müssen noch... Rüstung fällt mir noch ein, weil ich es gerade sehe. Voll cool. Tschüss. Mega. So, und dann würde ich sagen, gehen wir auf Kohlejagd. Und organisieren ein bisschen Kohle. Denn das ist ja wichtig. Wir brauchen ja Ressourcen, um zu überleben. So, hier ist noch Kohle. Das ist da. Stand da 10 Kohle? Habe ich das richtig gesehen? Warte, lass mal gucken. Da. Kohle ist, glaube ich, manchmal am Strand. Ne? Kapitän machen wir. Später, nicht jetzt. Jetzt erstmal, wie gesagt, Ressourcen sammeln. Würde ich mal angehen. So, wo ist noch Kohle? Mal gucken, wo ist denn noch Kohle? Dorf am Strand, auch schön. Haben wir hier alles weg an Kohle? Nee, da, Kohlemine. Da können wir mal hin. Das ist die Richtung. Aber die haben doch gesagt, am Strand liegt doch auch manchmal Kohle, oder? Oder irre ich mich da? Ich meine, zum Anfang war es gewesen. Achso, ich wollte mich übrigens noch mal ein bisschen entschuldigen, denn tatsächlich war es ja gewesen, dass irgendein Teil von der Folge misslungen war. Ich glaube, war das 2 oder 3? Da fehlte irgendwie ein bisschen was, aber das war nicht viel. Ihr habt da wirklich nicht viel verpasst, ne? Jetzt fängt er damit an. 15 Folgen später. Ja, Entschuldigung. Nein, aber ihr habt da wirklich nicht viel verpasst. Also, wie gesagt, war ja nicht viel Fortschritt zu sehen in den letzten Folgen, ne? Aber jetzt geht's ja voran. Jetzt wissen wir ja, wie es geht, wie es funktioniert. Man muss sich viel, also man muss viel behalten. Wie gesagt, auch das Drillship teilweise nur... oberflächlich funktioniert, weil, klar, logisch, jetzt macht es natürlich Sinn, weil die Kraftwerke ausgefahren werden müssen
Und natürlich die Module ausgefahren werden müssen, sonst funktionieren sie nicht. Untertage geht's ja nicht. Untertage kannst ja nicht durch den Berg bohren, damit die Kohlekraftwerke da rausstoßen. Macht natürlich Sinn. Ist natürlich klar, das ist selbstverständlich. So. Gut. Sehr schön. So, da haben wir noch Kohle. Ich bin gespannt, wenn wir das Dings komplett ausbauen. Das Schiff, wenn wir auch einen größeren Driller haben, also größeren Bohrer, ob wir dann auch dann quasi die Insel weiter bereisen können. Wahrscheinlich ja, schätze ich mal. Und was uns dann auch da erwartet. Finde es ein bisschen komisch, dass wir nicht schwimmen können, aber egal. Aber auch gut zu wissen, dass wir in den Minen und in den Gebäuden safe sind. Das macht ja schon mal viel aus. Also sprich, dass wir da auch wissen, dass wir dass wir da sicher sind vor der Eruption. Da brauchen wir nicht immer extra zum Schiff zurück. So, ich habe jetzt gerade mal gespeichert. Ne? Vorsichtshalber, ich meine, der speichert immer automatisch, aber halt einfach mal sicherheitshalber, falls mal was passiert. So,